Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es ist soweit, meine Solaranlage, Balkonkraftwerk oder wegen mir auch steckerfertige Erzeugungsanlage ist da. Und wir werden jetzt mal schauen, was wir hier alles so haben. Da nehme ich euch natürlich mit. Drei Pakete sind das. Zweimal von diesen großen hier, wo auch die Paneele drin ist. Und dann habe ich hier vor mir noch ein längliches, kleines, wo auch noch Zubehör dabei ist. Um was es sich da alles handelt, werden wir uns jetzt genauer anschauen. Also, ich würde sagen, auf geht's. Ja, fangen wir erstmal damit an. Ich habe das gestern schon mal geöffnet, um zu schauen, ob auch alles da ist. Aber noch nicht ganz. Das werden wir jetzt aber nachholen. Wie ich schon in meinem ersten Video erzählt habe, wo es darum ging, den Stromverbrauch zu messen, dass ich die Anlage mir bei Privat bestellt habe. Ich habe gar nicht erzählt, warum ich mich eigentlich für Privat entschieden habe, weil es gibt ja tatsächlich viele Anbieter mit Balkonkraftwerken. Selbst auf Amazon wird man regelrecht überschwemmt, wenn man Balkonkraftwerk angibt. Ich habe mich für Privat entschieden. Übrigens ist das jetzt hier keine Werbung. Ich habe das alles selber bezahlt. Das waren so um die 885 Euro. Ja, man kriegt Balkonkraftwerk auch schon günstiger, aber es sei gesagt, hier war aber auch schon, oder hier in dem Preis ist auch schon die Lieferung dabei. Das Montagematerial, das muss man sich ja auch dann später extra kaufen, wenn man sich jetzt nur rein die PV-Paneele sich organisiert und den Mikrowechselrichter oder Inverter, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Dann müsst ihr noch so ungefähr ja auch dann noch zu diesem Preis dann halt auch noch das Montagematerial ja auch noch kaufen. Das müsst ihr ja auch noch mit dazu rechnen. Aber das ist nicht der einzigste Grund, weil, ne, wie gesagt, ich habe die Anlage da halt mit Montage, war alles gleich in eins, da musste ich nicht lange gucken. Das war wunderbar. Des Weiteren ein Vorteil war, dass man da die Anmeldung oder dass man unterstützt wird bei der Anmeldung und dann suchen die dann den Netzbetreiber, den man dann anschreiben muss per E-Mail mit den ganzen Daten, die man da so vorher eingibt. Das habe ich gemacht und in das Marktstammregister oder in den Marktstammregister, das erledigen die dann selber. Das ist auch gut, da muss man sich gar nicht drum kümmern. Das ist also vom Service her ist das einwandfrei. Und deswegen habe ich mich halt für Privat entschieden. Und ja, Privat könnt ihr ja mal gucken. Auf der Webseite bieten mehrere Möglichkeiten für Balkonkraftwerke an. Die bieten auch, glaube ich, größere Kraftwerke an, die dann aber richtig angemeldet werden müssen. Da gilt dann nicht diese vereinfachte Anmeldung, wie jetzt in dem Fall hier das Balkonkraftwerk. Die sitzen in Leipzig und ja, hat gepasst. Die Lieferung war so, wie sie es gesagt haben, so circa 14 Tage hat es gedauert und ich kann mich da nicht beschweren. Ja, wie gesagt, das soll jetzt aber keine Werbung sein. Ihr könnt natürlich auch von allen jeden anderen. Ach so, was auch noch ganz wichtig war bei Privat, so, als ich die bestellt habe, hat sie lange gedauert, habe ich drei E-Mails bekommen. Unter anderem mit der Rechnung und mit allen Zertifikaten. Dann Montage, Datenblätter, alles gleich, ohne dass man da irgendwie hinterherrennen muss. Und einfach nur top. Aber jetzt weiter mit dem Video. Jo, aber ich würde sagen, wir schauen mal hier rein. Und als erstes finden wir hier ein echt fettes Montageheftchen für verschiedene Systeme. Interessanterweise, das System, was ich hier habe, ist hier gar nicht in dem Montageheft dabei. Aber auf der Webseite gibt es einen Download. Da kann man sich das runterladen und jedenfalls ausdrucken, was ich dann hier auch gemacht habe. Ach so, die ganze Anlage hier, ja, mit den Modulen und den Wechselrichter und den ganzen Zubehör schimpft sich Prival Du. Du wegen den zwei Modulen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal rein. Ich habe mir nämlich zusätzlich noch
ein 10 Meter Kabel, Anschlusskabel, und zwar Schuko. Ich habe mich tatsächlich für die Schuko-Variante entschieden. 10 Meter, wie gesagt, weil ich nicht wusste, wie viel ich brauche. Ich glaube, im Nachhinein muss ich sagen, ist es viel zu lang. Dann haben wir hier noch ein Verlängerungskabel, und zwar von diesen MC4-Kabeln. Jeweils 1 Meter. Seht ihr das? Ja, ne? 1 Meter. Dann haben wir hier noch einen kleinen Karton. Das sind die Befestigungen für den Wechselrichter an so ein Solarmodul, eine Endkappe für den Wechselrichter, für den zweiten Ausgang, und wir haben hier auch noch Kabelbinder mit dabei. Also nochmal hier, ne? Aber das werden wir alles noch genauer sehen, wenn ich ja die Solaranlage aufbaue. Dann haben wir hier einen weiteren Karton, und hier ist der Mikrowechselrichter oder Mikroinverter. Der ist von T-Sun, das ist der T-Sun 800DE, und bei dem ist die Besonderheit, dass man den, wenn es mal so kommt, dass wir auch 800 Watt ins Netz einspeisen dürfen bei einem Balkonkraftwerk, dann kann man diese 800 dann per Update freischalten. Ansonsten ist der jetzt hier erstmal nur mit 600 Watt, so wie es auch sein soll. So, wir gucken hier mal rein. Wir öffnen mal das Siegel entfernen. So sieht das gute Stück aus. Ich komme mal ein bisschen näher. T-Sun. Und ach so, okay, das Modell heißt T-Sol-M800DE. Alle weiteren Werte werde ich mal so ein bisschen hier einblenden. Ich werde es tatsächlich machen, dass ich diesen hier an so ein Solarmodul befestige. Bei diesem Mikroinverter kann man übrigens, oder gibt es eine App, und die läuft dann auch über das Netzwerk, über den Router, sodass man überall dann die Daten abgreifen kann. Wie das funktioniert, natürlich dann auch in einem der nächsten Videos. Aber es ist ja noch nicht alles hier. Wir haben hier noch so zwei weiße, schöne Pakete. Und hier drin befindet sich dann, wie soll ich das jetzt sagen, Montagegestell für die Wand. Aus Aluminium natürlich. Ich möchte meine Anlage dann also winklig anbringen an die Wand und nicht in 90 Grad. Und ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Dann haben wir hier nochmal solche. Die kommen dann oben und die Füße kommen dann unten, und die kann man sich dann auf die gewünschte Gradzahl hier einstellen. Mal sehen, wie sich das anbringen lässt. Ich bin schon sehr gespannt. Und diese Befestigung habe ich jetzt zweimal. Ist ja logisch, habe ja auch zwei Paneele. So, kommen wir jetzt hier zu den Modulen, beziehungsweise zu den zwei Modulen. Erst einmal, ne? Das Modul ist ein Reason Titan Black Frame mit 410. Ey, runter! Mit 410 Watt Peak. Wie gesagt, alles weiter Technisches werde ich mal kurz einblenden zu dem Modul. Ich würde sagen, wir öffnen das mal. Und ich muss natürlich aufpassen, dass jetzt der Hund hier nicht einfach drüber latscht. Und ja, gucken wir uns das Ding mal an hier. Finger, komm, geh mal weg da. So. Ich glaube nicht, dass das jetzt richtig rumliegt. Aber wir können ja mal vorsichtig reingucken. Ja, das liegt nicht richtig rum. Ich drehe das mal schnell.
Vorsichtig. So, jetzt aber. Schauen wir mal rein hier. Nee, 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 weg da. So schaut das ganze Teil jetzt aus hier. Wenn ich mich recht erinnere, ist das jetzt in der Länge hier 1,75 Meter, so circa 1,75 Meter. Und in der Breite 1,10 Meter. Also circa Maße, genau Maße blende ich jetzt auch mal unten ein. Und ist schon echt ein gewaltiges Teil hier. Ich glaube nicht, dass ich das alleine montieren kann. Schwarzer Rahmen. Also das Gewicht von der Solarpaneele hier beträgt so circa, ich mit meinen circa, aber es ist so, 22 Kilo. Und da ich das Ding ein bisschen höher hänge und dich noch einfach auf dem Rasen aufstelle, wird das ein ganz schöner Kraftakt. Und vor allen Dingen müssen wir ja auch vorsichtig arbeiten, damit die Paneele nicht kaputt geht. Die bleibt jetzt erstmal im Karton. Die ganze Anlage soll dann hier an die Wand. Ich hätte es ja gerne weiter hochgesetzt, aber ich habe Angst, dass bei dem Gewicht und vor allen Dingen, wenn da mal Sturm ist, mir die Fassade da oben kaputt macht. Und da gehe ich lieber auf Nummer sicher und mache die richtig fest im massiven Mauerwerk. Und zwar hier an die Wand. Und hoffe mal, dass das alles so funktioniert, wie ich das plane. Wir haben hier noch ein Hindernis. Dieses Rohr, das kann ich weg, das muss da bleiben, das ist ganz wichtig. Das heißt, ich habe nicht viel Platz hier auf der Wand, müsse also knapp vor dem Rohr hier anfangen, um dann kurz vor dem Fenster hier aufzuhören. Das wird schon eine echt große Mammutaufgabe und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Übrigens habe ich extra für die Solaranlage mir eine neue Leitung gelegt mit extra Sicherung, wo auch keine Verbraucher dran sind. Ich habe hier ein altes Haus, wir haben alte Verkabelungen, da wollte ich da nicht einfach nochmal so eine Solaranlage mit an, ja, so einen alten Kabelstrang, sage ich jetzt mal, anschließen. Und ja, deswegen neue Sicherungen, neues Kabel und so weiter und so fort. Alles neu gemacht, nur für die Balkonsolaranlage. Ja, das soll es jetzt auch mit dem Video hier gewesen sein. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses ganze Ding ja, installiere, anbaue und das erste Mal so einen Probebetrieb durchführe oder auch hier den Mikrowellenrichter einrichte, dann ja, schaut einfach mal wieder auf dem Kanal vorbei. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, sehen wir uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe, wir haben dann gutes Wetter, um die vernünftig anzubauen. Meistens ist es ja so, wenn man denkt, ach, das geht ja einfach, schnell, dann ist man da mindestens Tag, 2 Tage dran beschäftigt. Aber ich hoffe, es wird alles gut gehen und ja. Aber jetzt sage ich erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal. Also dann nochmal, ciao.